Und jetzt geht es um den Weihnachtsbraten, meine Damen und Herren. Ich habe mir mal einen kleinen Ausschnitt besorgt aus L wie Lafer. Dann gehen wir da drauf erstmal in die Mitte die Bohnen. So. Der große Moment naht. Soll ich nur abmachen? Den guten Saft gebe ich hier noch zu den Schalotten. Mmh. Das ist wichtig, nichts wegschütten, gell? So. Schön verrühren. So, gut. Okay, ich würde sagen, wir lassen jetzt mal drei Stück ganz, ja? Drei. Mhm. Eins, zwei und das ist das dritte. Lassen wir ganz so. Und eins muss man einfach jetzt mal den Zuschauern zeigen, ob es auch wirklich rosa gebraten ist, ja? Darf ich es anschneiden? Ja, klar. Guck mal hin. Es ist gleichmäßig rosa. Es ist, glaube ich, super gebraten. So stelle ich mir auch ohne zweite Liebe jeden Tag ein Rinderfilet vor. So stelle ich es mir auch vor. Und er sagt uns jetzt, wie man es macht. Herzlich willkommen, Johann Lafer. Das ist er also, Deutschlands berühmtester Koch, über 1000 Mal im Fernsehen gewesen. Am Ende eines Jahres, kurz vor Weihnachten, da muss man doch halbtot sein, oder? Naja, nicht ganz, aber es ist spannend, dass jedes Jahr, gerade in dieser Jahreszeit, alle Leute wollen plötzlich das Kochen neu erfinden. Jeder will das neueste Menü für sich haben und auch die Zeitschriften. Und natürlich auch im Restaurant selber wollen die Leute noch mal am Ende des Jahres ganz gut essen. Nun gibt es ja eine gute Nachricht bei den Lafers. Der einzige Tag, an dem er nie ins Restaurant geht, ist morgen. Genau. Das heißt, Weihnachten gehört der Familie. Korrekt. Das ist also der einzige Tag, der Heilige Abend, wo wir zu Hause sind. Und ich freue mich sehr, weil man endlich ohne irgendwelche Verpflichtungen den Tag genießen kann. Liegt das daran, dass du so gläubig bist? Auch. Ich habe sehr aufmerksam zugehört, vor allen Dingen auch, was gerade im Vorfeld jetzt war. Weil ich glaube, dass doch in vielen Situationen der Glaube sehr, sehr wichtig ist. Und ich kann nur sagen, wenn man heute glaubt, dann sind viele Situationen im Leben manchmal einfacher zu bewältigen. Hast du ein Wunder mal erlebt? Ich würde manchmal gerne ein Wunder in der Küche erleben, aber das schaffe ich heute nicht. Aber ich meine, wenn man so hoch ausgezeichnet ist, dann schafft man ja diese Wunder. Also ich muss sagen, allein dieser Rinderbraten eben, der da angeschnitten worden ist. Also wenn ich den so hinkriegen würde, das wäre auf jeden Fall ein Wunder. Ja, wer kocht bei euch an Weihnachten? Also wir haben natürlich aufgrund dessen, dass wir ständig in der Gastronomie tätig sind, an Heiligabend wenig Interesse, das sehr ausführlich zu betreiben, selbst dann in der Küche zu stehen. Aber wir machen daraus ein sehr schönes Familienfest, wo alle mithelfen. Wir haben ja zwei Kinder, meine Schwiegereltern sind zu Gast. Und wenn es darum geht, etwas in der Küche zu tun, was wichtig ist für unser Abendessen, dann sind alle bereit, Auszüge des Essens zu machen. Es ist ein Gemeinschaftswerk, wir sitzen in der Küche, weil wir haben den Tisch unmittelbar in der Küche und so ist das Essen eigentlich mehr oder weniger Unterhaltung während des Essens. Und stimmt es, dass deine Tochter Jennifer dieses Jahr das Dessert macht? Ja, darüber freuen wir uns sehr, denn die ist ja 11 Jahre alt und die hat einfach irgendwann mal, glaube ich, gemerkt, dass Kochen Spaß macht und sinnvoll ist und sie ist jemand, der uns öfter mal was Gutes macht in der Küche und dieses Jahr hat sie gesagt, okay, ihr dürft nicht wissen, ich mache das Dessert. Das heißt, ihr habt keine Ahnung, was da kommt? Keine Ahnung. Ich weiß zwar nicht, wie meine Frau danach reagieren wird, wenn die Küche dementsprechend aussieht, aber auf jeden Fall, sie wird was kochen. Also sie hat höchstwahrscheinlich einen Spion unter deinen Köchen. Das weiß ich nicht, auf jeden Fall. Die Vorliebe zu Süßspeisen sind mir bekannt. Ich weiß nicht, was es sein wird. Auf jeden Fall glaube ich, dass sie das Talent hat, was Gutes zu kochen. Morgen werden viele Hausfrauen zittern. Gelingt die Gans, gelingt die Pute, gelingt der Braten? Gib uns doch mal ein paar Tipps. Lass uns doch mal jetzt ganz schnell noch die letzten guten drei Regeln für die Weihnachtsgans aussprechen. Weihnachtsgans. Also das ist ja jedes Jahr das Thema, was neu erfunden wird. Und jedes Jahr gibt es die gleichen Fragen zum gleichen Thema. Und ich kann immer wieder nur das Gleiche sagen. Erstens, Grundregel Nummer eins ist, wenn ich eine Gans brate, bitte wenig Hitze. Ich sage so scherzhaft immer, die Gans war schon tot. Die muss nicht nochmal im Ofen kaputt gemacht werden, sondern die Gans muss einfach nur gar werden. Das heißt, wenig Temperatur, maximal 110 Grad, 100 Grad, 5-6 Stunden in den Ofen schieben, damit sie langsam erstmal
warm wird. Und später dann, damit ich eine schöne Farbe bekomme, die Temperatur einfach erhöhen auf 180, 190 Grad, ein bisschen Honig, ein bisschen Butter, Sojasauce vermischen, einbinzeln und man sieht wirklich dann auch, wenn man beim Backofen stehen bleibt, wie man schön knusprig eine Gans bekommt. Das frage ich nochmal nach. Das heißt 5 Stunden mindestens bei 100, 110 Grad und also dann erst hoch. Ich empfehle vielen Leuten zum Beispiel morgen Mittag um 12 Uhr die Gans einfach reinzuschieben. Ja. Ganz entspannt 100 Grad einstellen. Man gießt in die Fettpfanne, also in das Blech, ein bisschen Orangensaft rein, ein bisschen braunen Zucker, vielleicht ein bisschen Geflügelfond und Lorbeerblätter rein, einfach reingeben und dann einfach die Gans drin lassen. Es passiert nichts, die Gans wird ganz langsam wunderbar saftig und gar. Und gibt es auch noch einen guten Tipp zu einem Fischfondue? Manche essen ja Fisch an Weihnachten. Ja, da gibt es sicherlich zunächst mal den Grundsatz, dass man einen ordentlichen Fisch dafür kaufen muss. Das ist ja auch für viele nicht immer selbstverständlich, dass der Fisch eine gute Qualität hat. Man macht sich dann natürlich erstmal einen ordentlichen Fischfond und gibt hinein vielleicht auch mal ein paar Gewürze, die nicht alltäglich sind, ein bisschen Ingwer, vielleicht auch ein bisschen Chili, ein bisschen Koriander, damit der Geschmack mal neu wird. Weil ich glaube auch das, was ja gerade auch vorhin von der Zukunft gesprochen worden ist, uns fehlt manchmal ein bisschen der Mut zur Erneuerung, auch der Mut für die Zukunft. Und wir müssen auch lernen, dass unser Essen, ich glaube, ein bisschen anders werden muss, denn es gibt auch noch etwas anderes außer Salz und Pfeffer. Und das ist, glaube ich, das, was manchmal unseren Leuten fehlt, damit das Essen wieder neu belebt wird, dass wir wieder Lust haben, Dinge neu zu entdecken. Und jetzt, Johann, ganz schnell der Erste-Hilfe-Kurs. Es ist morgen 19 Uhr. Ich habe nichts. Und die Hausfrau stellt fest, es ist etwas verbrannt. Oh. Also, da wünsche ich mir auch ein Wunder, aber das ist schwierig, wenn was verbrannt ist. Nein, also, letztes Mal hat mich einer gefragt, was mache ich denn, wenn meine Soße versalzen ist? Dann gibt es nur einen Hinweis. Verlängern. Nein, eine Suppe draus machen. Aha. Einfach was dazukippen. Nein, ja. es ist in der Tat so. Ich meine, in der Küche ist wirklich so, wenn ich etwas verbockt habe sozusagen, dann muss ich einfach mit dem Schicksal leben. Und ich sage, man muss auch dazu stehen. Es gibt sicherlich manchmal Hilfsmittel, ja. Wenn es zu sauer ist, ein bisschen Zucker dazu machen oder wenn es zu dick ist, natürlich das zu verdünnen. Aber wenn etwas schwarz geworden ist, dann kann ich vielleicht oben die Kruste abschneiden. Aber letztendlich fehlt für die Vollkommenheit etwas. Also muss man Mut haben zum Bekenntnis, es ist daneben gegangen und dann lässt man sich irgendwas anderes einfallen. Ich sage immer so scherzhaft, am besten lädt man dann die Gäste ein und man geht, oder seine Freunde ein und man geht essen und schmeißt das andere weg. Jetzt sprechen wir mal von Silvester. Silvester ist, glaube ich, dein wichtigster Tag überhaupt. Naja, Silvester ist zunächst mal in zweierlei Hinsicht ein wichtiger Tag. A, weiß man ja, dass sehr viele Menschen diesen Tag nehmen, um einen schönen, tollen, romantischen, harmonischen oder auch inhaltsstarken Abend zu verleben mit einem guten Essen, Musik, Tanz, darüber hinaus natürlich auch mit Unterhaltung. Das ist für uns in der Gastronomie sehr wichtig, aber auch für mich ist es sehr wichtig, weil wir haben immer ein sehr aufwendiges Feuerwerk auf der Stromburg und dann stelle ich mich also vor die Tür mit meiner Familie, mit den beiden Kindern, meiner Frau und dann läuft für mich ein Jahr in diesen 10, 15 Minuten quer durch den Kopf und das ist immer ein sehr schwieriger Moment, weil man natürlich auch nicht nur Höhen erlebt, sondern auch Tiefen. Ich glaube, jeder von uns, der viel arbeitet und auch viele Dinge bewegt, weiß, was das bedeutet, ein Jahr gut zu meistern. Und ich bin immer natürlich ein bisschen aufgeregt vor diesem Moment, weil ich möchte einfach nach diesem Feuerwerk mit einer sehr guten Stimmung wieder zu den Gästen gehen. Und deswegen kämpfe ich das ganze Jahr, dass möglichst nicht viele Dinge schiefgehen. Also du willst ja den Gästen sozusagen die Stimmung machen. In diesem Jahr, glaube ich, sollen deine Gäste mal probieren, dich bei Stimmung zu halten. Denn die Menschen haben dir in diesem Jahr deinen Tresor geklaut. Genau. Also ich habe vor 14 Tagen oder vor einer Woche, aber das ist vielleicht auch ein kleines Wunder, das darf ich jetzt vielleicht mal sagen. Ich habe in meinem Leben, ich glaube, viele Dinge entschieden, vom Gefühl heraus, ohne Berater, ohne Leute, die sagen wir mal, letztendlich ein Konzept für mich gemacht haben. Und vor einer Woche oder vor 10 Tagen fuhr ich an unserem Bürogebäude vorbei und sage mir abends, stell dir mal vor, dein Tresor wird mal geklaut. Was machst du dann? Und 2 Tage später bekomme ich morgens um 7 Uhr einen Anruf von unserem Buchhaltungschef, sagt er zu mir, stellen Sie sich mal vor, der komplette Tresor ist geklaut. Nein. 2 Tage später. Dann denke ich mir, das kann nicht wahr sein, das gibt's nicht. Ich habe noch so ein paar andere Beispiele im Leben schon gehabt. Unvorstellbar, dass man plötzlich an etwas denkt, was 2 Tage später eintrifft. Und ich kann es einfach nicht verstehen, dass es Menschen gibt in der heutigen Zeit, die so unverschämt sind. Wenn jetzt da, ich sage jetzt mal, 1 Million drin gewesen wäre, würde ich sagen, okay, das war für die ein wunderbarer Spaß. Aber wenn ich mir vorstelle, schon alleine dieses Ding da rauszutragen, im Ganzen, ohne dass es zerlegt wird oder aufgeschnitten ist, und darüber hinaus die Probleme, die man dann hat, sei es Schließanlage, sei es natürlich sämtliche Zweitschlüssel,
Geld, Versicherungsunterlagen und vieles mehr. Das alles ist nicht unbedingt schön vor Weihnachten. Also ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass man die Spitzbuben kriegt und dass du dann noch ein ganz tolles Silvester feierst. Du hast noch neue Pläne für nächstes Jahr. Arbeitslose kochen mit Behinderten. Also das habe ich bisher überhaupt noch nicht gehört. Was steckt da dahinter? Also ich habe mich schon sehr lange für das Thema Caritas eingesetzt, weil ich denke, dass diese Vereinigung hilft Menschen, die in Not sind. Und wir haben also dann darüber hinaus, gibt es eine Schule, in der eine Ganztagsschule, wo die Kinder jeden Tag durch die Institution ein Essen bekommen. Und ich habe gesagt, okay, die Küche helfe ich zu betreuen. Darüber hinaus arbeiten dort Behinderte und Arbeitslose. Und wir haben natürlich auch verantwortliche Chefköche und die kochen jeden Tag für die Kinder. Und ich möchte einfach heute jungen Leuten meine Erfahrungen weitergeben und ich kann Ihnen sagen, es ist sehr, sehr schwierig, weil Kinder oft gar nicht mehr wissen, was ist gut, was muss man den Kindern geben. Beispiel, wenn man Kindern heute Vollmilch serviert anstelle von Haarmilch, sagen viele Kinder, die Milch schmeckt nicht. Oder wir haben vor kurzem ein Problem gehabt mit Lasagne. Wir haben die Lasagne gemacht mit ganzen Tomatenstücken, haben die Kinder gesagt, das kannst du nicht essen, da sind so große Stücke drin. Also das heißt, wir müssen anfangen, Kindern das Geschmackliche wieder beizubringen, zu erziehen und das mache ich am liebsten auch mit Menschen, die selbst Schwierigkeiten haben, wie Behinderte zum Beispiel oder auch in dem Fall Arbeitslose, weil ich glaube, wenn es einem gut geht, muss man auch anderen Menschen, gerade um diese Jahreszeit, besonders helfen, auch an die denken und da sollte so mancher, dem es gut geht, mal darüber nachdenken, ob er wirklich Nächstenliebe genug in sich hat. Letzte Frage, dein Vorsatz für 2007? Ich möchte gesund bleiben und ich möchte, dass Menschen sich mehr Zeit nehmen für Lebensqualität, nämlich den Tag genießen, damit sie einfach glücklich und zufrieden sind. Und ich wünsche dir viele glückliche und zufriedene Gäste. Johann Lafer, vielen herzlichen Dank. Danke, Johann. Danke.